So, herzlich willkommen in der zweiten Folge von City Skylines. Ja, in dieser Folge werden wir, wie soll ich sagen, wir werden da mit der Stadt weiterbauen. Und ich werde auch ab dieser Folge eigentlich, beziehungsweise auch eher ab schon, erst ab nächste Folge wahrscheinlich, mal anfangen, mal versuchen, eher auf das Klima zu achten, das was leider unsere Politiker nicht so richtig schaffen, auch keine Lust dazu haben. Und ja, ich sage euch einfach nur noch viel Spaß mit dieser Folge. Mal schauen, ob die es vielleicht mal, ob ich das schaffe, auch so klimabewusst zu werden. Und naja, lasst euch mal überraschen. Ganz Let's Play halt natürlich. Also dann, bis dann. Tschüssi. Fängt gut an, das Video. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Skyline City in Mannheim. Anders ich bin der Merox. Ja, weiter. Toll, jetzt muss ich wieder anfangen. Nein, passt schon. Herzlich willkommen in Skyline City. Ich bin der Merox. Bei mir ist der Matze. Hallo. Und ja, mein Auge beobachtet mich. Und ich kann immer noch nichts weiter bauen, außer Straßen, Straßen und noch mehr Straßen. So, was hab ich denn hier gemacht? Ich hab im Endeffekt. Wasserturm. Ich hab im Endeffekt bei mir, habe ich eigentlich bloß hier das Wasserversorgung gemacht. Das war es eigentlich. Mehr habe ich eigentlich im Endeffekt eigentlich nichts mehr gemacht. Und ja, da haben wir schon die ersten Bewohner. Die meckern schon, dass sie nichts haben. Bei mir sind noch keine Bewohner. Aha. Die ersten Häuser stehen schon. Die ersten ziehen auch ein. Viel zu schnell. Ja, mach ich doch. Bei mir will keiner wohnen. Kann es sein, dass ich die Straßen auch zu weit außen gebaut habe? Du musst. Warte mal. Ich lasse das mal schon so. Ich schicke dir was per WhatsApp schnell. Weil so habe ich das nämlich gemacht. Der weiß jetzt selber nicht, was ich machen muss. So, Friedhof. Nein, einzigartige Gebäude. Will ich bauen. So, ich schicke das schnell, so habe ich das nämlich gebaut. Ein Glück, dass ich gerade meinen Laptop vorne habe. Und es sieht. Gut aus, ne? Naja, mein sieht anders da aus. Ja, etwas. Wer schaut denn da hinten kein Saft? Das gibt's doch nicht. Muss man gleich mal hier ändern. Ah, ich hab Saft. Ich hab ein Kohlekraftwerk hier. Umweltsau! Ich frag mich, wie das läuft, wenn da kein einziges Schwein drin arbeitet. Und mir ist das letzte Mal ein Fehler unterlaufen. Ich hab gedacht, dass das die weißen Linien hier schon Häuser sind. Nein, das ist nur das Abgrenzgebiet. Und hier ist ein LKW. Unauffällig. Das Beste ist, wenn du auf den LKW drauf drückst. Aber dafür musst du halt erstmal auch ganz auf den Prüfer gehen. Dann kannst du den LKW wirklich auch noch drauf klicken. Und dann kannst du ihn selbst auch verfolgen. Ich folge ihn gerade. Das Lustigste ist, ich habe Bewohner, aber kein einziges Auto. Alter, was ist das? Und seht euch mal die B17 an. So leer. Herrlich. Oder die A8. Braucht jetzt Ding Wasser? So ziemlich alles. Hä? So ziemlich alles braucht Wasser. So.
Nee, das haben wir nicht so. Was? Welche Kröten sind zum beliebtesten Haustier geworden? Oh, der Superman doch mal schnell. Nein, nicht so. Stadtinfo. Neueste Nachrichten. Kröten mit hypnotischen Eigenschaften zum beliebtesten Haustier des Jahres gekürt. Aha. So. Nett, gell? Was wurde gekürt? Kröten mit hypnotischen Fähigkeiten zum beliebtesten Haustier gekürt worden. Kröten. Kröten. Quark. Ja. Ja, also man kann trotzdem nichts bauen. Nee, man muss ein bisschen warten. Besiedeltes Wohngebiet. Vielleicht liegt es daran, dass ich nichts, dass keine Häuser einziehen. Dass niemand hier einzieht, weil ich nichts zur Wohnfläche gemacht habe. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wie gesagt, wenn du wirklich halt, du musst auch wirklich bei dem Spiel. Die Wohnsiedlung musst du wirklich selber machen. Ja, ich bin nur gerade dabei, Junge. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mehr oder weniger. Drei, vier, fünf, sechs. Zwei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, vier, sechs. Und was soll das jetzt bedeuten mit deinem 246? Siehst du dann im Video? Ich will's aber nicht sehen. Was? Ich will's von dir hören. Ich zähle die Kästen, damit alles schön besiedelt ist. Alles klar. Naja, es muss man wenigstens ein bisschen Bild geben. Naja, dann bauen wir mal hier Häuser und da Häuser und jenes Häuser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh Gott, hat sogar gepasst. Ich habe genossen. Ah, du hast genossen. Ah. Ja, das ist genossen. Und er hat Hachi gemacht. Genau, ich habe Hachi gemacht. Tai Chi, wiii! Oh. Ey, gut, die ersten Häuser sind da. Die natürlich Wasser brauchen, die können mich mal. Sollen sie in ihrem Dreck schwimmen. Mann, was bist du für ein Bürgermeister, ey? Ja, das müsste sparen. Nix sparen. Hier wird nichts gespart. Nein, hier wird nichts gespart. Dank der grünen Energie kann man viel mehr Vögel sehen. La 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 la. Yay, die ersten Häuser.
Wenn die Herrschaften von der CDU und von der Politik allgemein das so sehen würden, dann wäre alles viel, viel besser. Was glaubst du? Naja, Klimaschutz ist so gar nicht mal so schlecht, oder? Nein, Klimaschutz ist hässlich. An diesem Let's Play möchte ich eigentlich auch noch ein bisschen Fridays for Future ein bisschen unterstützen, sozusagen, als kleiner Protest. Dafür kannst du mich jetzt hassen oder nicht. Oh, Klimaschutz ist natürlich sehr, sehr wichtig. Weil ich versuche es eigentlich da mit diesen. Also ich versuche es wirklich bei dem Spiel komplett auf so umweltschonend wie möglich zu gehen. Auch wenn es nicht so hundertprozentig klappen wird. Darauf könnt ihr wetten. Spätestens dann soll ich die Heizung bauen. Und hat schon wieder Hachi gemacht. La la Warum la. Wasser? Ihr habt doch Wasser, alle. Du brauchst viel, viel mehr. Du brauchst da mal locker mal für das Gebiet, was du hast, was ich vom Bild gesehen habe und vom Let's Play auch von dir, brauchst du Minimum 10, damit es klappt. Also 10 Wasserpumpen. Alles klar. Damit du annähernd ein bisschen sauberes Wasser hast. Aber hier habe ich doch schon eine Verbindung. Warum will das jetzt nicht? Ah, vielleicht wird es noch was. Ich bin noch ein unerfahrener Bürgermeister. Merkt man. Bitte nimm es mir nicht üblich. Yay, ich hab den ersten Mal schon kleine Welle, was? So, ich kann Mülldeponie bauen, Bildung. Oh. Machen wir gleich. So muss alles davon ausgehen. Wie kann ich es wieder abreißen? Ne? Was müsstest du abreißen? Ziemlich viel. Wenn du Rohre, Heizung Ja, und ich so hab's, abbauen ich musst, hab's, ich hab's. musst du auf das Wasser, also aufs. Ihr Ach, ja. habe es. Ja, du haperst. Dann ist es gut, wenn du haperst. So. Das Schöne ist, ich kann jetzt schon ein Krankenhaus bauen, obwohl wir eigentlich nur Krankenhaus nicht mehr haben. Deswegen baue ich jetzt ein Krankenhaus. Einfach weil ich's kann. Der war jetzt böse. Einfach weil ich's kann. Einfach weil ich's kann. So, dann weiß ich jetzt, wie ich das alles mache.
oder muss ich das dann noch abreißen? Ja, bei mir wird es noch die Wasserleitungen. Ich glaube, so nenne ich auch den Part. Matze, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Du warst du still? Ich bin noch nicht still. So. Shit. Willst du was noch haben? Ja, dann mache ich es hier noch weg. Weil ich ja weiß, wie es geht. So. Ich habe gerade das komplette Ding jetzt falsch gemacht. Ich weiß aber jetzt, was ich, wie ich es machen will. Aber schade, dass ich die nicht verbinden kann miteinander. Was denn? Die Rohre. Kannst du? Lol. Und mir zeigt es eine Mine. Ja, dann musst du ein bisschen rumtesten. Was muss ich? Ein bisschen rumtesten. Was? So, jetzt Wasserleitung. Oh, falsche Seite. Es kommt dahin. So. Scheiße, warum ist denn die Oberschule so groß? Herr Matze, können Sie bitte aufhören mit dem Pfeifen? Dankeschön. Nein, kann ich nicht. So. Haben wir da oben schon? Schneetoponie! So, und warum fahren die Herrschaften jetzt nicht zu? Hallo? So, dann baue ich hier oben auch mal meine Kästchen. Ei. So, okay, dann haben wir... Hey, hier kommen die ersten Autos! Gut, wenn wir dem Thema sind, machen wir Verkehr. Aran, dun 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 dun. Hier, lassen wir die Ampeln da oder lassen wir die Ampeln nicht da? Wie wirst du deine Verkehr regeln eigentlich? Einfach so wie es kommt. Ja, nächste Mal Steuerherz fertig. So. Gut, ich kann Stadtviertel machen, ich kann Richtlinie machen, ich kann Feuerwehr, Polizei. Gut. Passt.
Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dann weitermachen, mit unser nächstes Gebiet kaufen. Ja, ich will aber noch das da zu Ende bauen. Warum kann ich das jetzt hier bauen? Ist doch behindert. Da steht sogar noch dran, dass man die Polizeihauptquartier erst ab 4000 Einwohner bekommt. Ah, ich mach das einfach. Da ist es positiv, wenn man die ganzen Packs und die ganzen DLCs von dem Spielen, da kann man kaufen und bauen. Ja, bei mir läuft es jetzt auch gerade. Da hinten gegangen ist es aber gerade massig unter Wasser. Über Wasser, meinte ich. Das will ich jetzt noch ändern, damit sie nicht umheulen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, wie ich es will. Tod! Wer will auch Wasser? Und Strom will er auch noch. Sag mal, mach das bald. Obwohl du am Strom bist. Ja, also, damit beende ich auch diesen Part. Rechts geht's zu meinem Kanal, links geht es zu dieser aktuellen Playlist und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Ja, von mir auch. Tschüssi.